Bleicherode liegt am Südharz, eine gute Autostunde von der Bezirksstadt Erfurt entfernt. Noch immer gibt es hier, wie seit Jahrhunderten, eine ansehnliche Textilindustrie. Die Silhouette der Stadt aber wird heute von riesigen Abraumhalden geprägt. Um 1900 etwa wurde der erste Kalischacht gebohrt. Heute ist die Förderung in 700 Meter Tiefe angelangt. Der Kalibergbau ist zum wichtigsten Industriezweig geworden. Die Stadt ist über 850 Jahre alt. Sie blieb von Bomben und Kriegsschäden fast völlig verschont. ...8500 Menschen leben hier. Bleicherode hat etwa 30% Neubauten. Die meisten Bürger wohnen in alten Häusern, die zwar schön und malerisch sind, aber eben auch ständige Reparaturen erfordern. Man trifft eine ganze Anzahl mit Liebe restaurierter Häuser. Anders als in Großstädten hat man in diesen kleinen Orten eine engere Beziehung zu seinem Haus und seiner Stadt. Zumal viele Häuser seit Generationen in Familienbesitz sind. Der größte Teil der alten und meist wertvollen Bauten aber ist vom Zahn der Zeit arg angenagt. Und was die Denkmalpfleger freut, macht den Stadtvätern graue Haare. Besonders hier in der DDR, wo nicht so sehr das Geld, sondern vor allem Handwerker und Baumaterial mehr als knapp sind. Keine Paradestadt also, die uns das Pressezentrum der DDR unter mehreren anderen vorgeschlagen hat. Vielmehr ein Ort, dessen Sorgen und Probleme typisch für viele Städte dieser Größe hierzulande sind. Der Bürgermeister von Bleicherode hat seinen Amtssitz im über 400 Jahre alten Rathaus. Das ist er, Bürgermeister Friedrich Ball. In Bleicherode aber nur Fritz oder Fritze genannt. Er liest morgens erst die Sportnachrichten der Lokalzeitung, obwohl ein Funktionär der SED eigentlich mit dem Neuen Deutschland, der Parteizeitung, anfangen müsste. Fritz Ball war nämlich lange Jahre aktiver Fußballspieler. Auch heute mit 54 versäumt er samstags kein Spiel. An der Wand hängt sein Bergmannshelm. 28 Jahre war er im Kalibergbau. Weit über die Hälfte davon hat er unter Tage verbracht. Danach wurde er Abgeordneter der Volkskammer der DDR. Seit 1975 ist er Bürgermeister. Ein staatliches Organ heißt das im Funktionärsdeutsch. Aber so redet er eigentlich nur, wenn es unbedingt sein muss. 20 Jahre Verkehrssicherheit. Nicht? Unsere Arbeitsgruppe Verkehrssicherheitsaktiv. Ja. Ich nehme da persönlich teil. Nicht? Ich will dort die Grüße und den Dank. Ja. Und Treffpunkt ist 17.25 Uhr Bachstraße. Bachstraße, ja. Ne, ist ja nicht weit von der Ruhe. Stellen wir Blumen, ja? Die Ruhe und die guten Nerven, die ein Bergmann braucht, hat sich Fritz Ball stets erhalten. Seine Vergangenheit als Bergmann ziert nicht nur als Erinnerung sein Amtszimmer. Ja, das wäre so schmeckt, danke schön. Die Kosten lasse ich. Ja, ich lasse so. Persönliche und lange gewachsene Beziehungen zwischen Stadtverwaltung und einem wichtigen Großbetrieb sind nicht ohne Bedeutung für die Stadt. Dies spielt hier in der DDR eine ganz andere Rolle als bei uns. Denn anders als in der Bundesrepublik zahlen in der DDR Betriebe keine Gewerbesteuern an die Kommune. Die Unternehmen sind aber durch Verträge verpflichtet, Leistungen für die Stadt zu erbringen. Sei es durch Material, Geld oder Fachkräfte. Diese Leistungen müssen zwischen der Stadt und dem Betrieb ausgehandelt werden. Da hat es natürlich ein Bürgermeister, der lange Bergmann war, leichter. Denn alte persönliche Bindungen sind eben durch noch so gute Schulungen nicht zu ersetzen. Das hat schon so mancher von oben eingesetzte Funktionär schmerzlich zu spüren bekommen. Der Bürgermeister ließ es sich nicht nehmen, uns zu begleiten, als wir in die Grube einfuhren. Für ihn ist alles vertraut hier. Sein Vater fuhr schon hier ein. Sein Sohn, sein Schwiegersohn und ein Enkel sind ebenfalls Bergleute. Die Fördermaschine, die uns zur tiefsten Sohle brachte, wurde 1906 gebaut. Eine mächtige Dampfmaschine.
Zwei solcher Ungetüme besorgen die Förderung. Es sind technische Leckerbissen, gewiss. Aber Maschinen der Jahrhundertwende in einer modernen Grube? Drei Gründe nannte uns Grubendirektor Seidel dafür. Die Dampfmaschinen sind wenig störanfällig. Sie arbeiten billig, weil Dampf sowieso zur Kaliproduktion gebraucht wird. Und sie sollen als technisches Denkmal erhalten bleiben, wenn die Gruben stillgelegt werden. Hinzu kommt natürlich, dass ein Umbau Riesenverluste bringen würde, weil die Grube über lange Zeit stillgelegt werden müsste. Geblieben ist auch der Fördermaschinist. Für uns war es ein durchaus beruhigendes Gefühl zu wissen, dass ein Mensch unsere Reise in die Tiefe steuerte und nicht irgendein Mikroprozessor. Diesen Stollen hat der Bürgermeister noch selber vorgetrieben. Seine Begleiter sind der Grubendirektor Seidel und der verantwortliche Wetterfahrsteiger Tischbein. Beide sind übrigens Mitglieder des Stadtrates. Ohne die Hilfe des Kaliwerks sähe es in Bleicherode schlechter aus. Der Betrieb baute zum Beispiel ein großes Kulturhaus mit Theatersaal und Restaurant. Er stellt auch Handwerkerbrigaden und Material für andere Bauten zur Verfügung. Die alte Bohrmaschine, an der Fritz Ball vor 25 Jahren stand, hat man extra für uns noch einmal aufgestellt. Er hat es noch nicht verlernt. Mehr als 15 Jahre seines Lebens hat er hier gearbeitet. Aber das ist lange her. Kilometerlang, immer neben den endlosen Transportbändern her, fährt man heute im Jeep durch die Stollen, die wie Maulwurfsgänge den Boden durchziehen. Inzwischen wird mit modernen Großmaschinen abgebaut. Aber auch in diesem Betrieb, dessen Produktion zum größten Teil gegen harte Währung exportiert wird, sind Devisen knapp. Solche Großbohrgeräte wurden früher aus dem westlichen Ausland bezogen. Um Devisen zu sparen, mussten eigene Konstruktionen entwickelt werden. Es lässt sich denken, was das für Probleme mit sich brachte. ...1800 Menschen arbeiten im Kalibergbau. Der Betrieb ist der wichtigste Arbeitgeber für Bleicherode. In einigen Jahrzehnten werden vielleicht die Kalivorkommen erschöpft sein. Was dann wird, darüber zerbricht man sich jetzt in der Stadtverwaltung noch nicht den Kopf. Es gibt genug Probleme bis zum Jahr 2000. Im Heimatmuseum von Bleicherode, das mit Liebe gepflegt wird, versammelt sich heute der Stadtrat. Auf der Tagesordnung steht der Rechenschaftsbericht des Museumsleiters. Die Stadtväter haben vereinbart, bei solchen Gelegenheiten immer sozusagen vor Ort, also an der Basis, zu tagen. Das heißt in diesem Falle unter Tage, im alten Gewölbekeller des Museums. Wir kommen im weiteren Verlauf unserer heutigen Beratung im zweiten Tagesordnungspunkt auf die Berichterstattung des Leiters des Heimatmuseums. 9 Mitglieder hat der Stadtrat. 5 von ihnen arbeiten ehrenamtlich. Denn eine kleine Stadt kann es sich nicht leisten, alle Ressorts hauptamtlich zu besetzen. Wie wird nun ein Stadtrat gewählt? Aus unserer Sicht wirkt es sehr unglaubwürdig, wenn bei Wahlen in der DDR eine Einheitsliste mit über 90% der Stimmen bestätigt wird. Allerdings ist der Wahltag hier, anders als bei uns, nur als Bestätigung gedacht. Die kritische Auslese der Kandidaten, so jedenfalls gebietet es die Verfassung, soll vorher auf Versammlungen durch die Bürger erfolgt sein. Dieser Ausleseprozess funktioniert zwar sicher nicht so frei und unbeeinflusst, wie es die DDR darstellt, sicher aber ist er auch nicht mehr so unterentwickelt, wie wir glauben. Im eigenen Objekt im dritten Quartal in guter Qualität abgeschlossen werden. Bemerkenswert ist, dass diese Maßnahmen in Eigeninitiative des Kollektivs gelöst werden konnten. Nach der Fertigstellung.
Die Einheitsliste, über die bei allen Wahlen abgestimmt wird, sollte also nur Kandidaten enthalten, die die Bürger wollen. Und sicher ist dies auch oft der Fall. Allerdings ist es ein offenes Geheimnis, dass große Organisationen, zum Beispiel die SED, auch gegen den Willen der Bürger Kandidaten durchsetzen können. Wir haben uns im Rathaus mit dem Bürgermeister und einigen Stadträten auch über das Thema Wahlen unterhalten. Wenn von Wahlen die Rede ist in der DDR, dann fällt immer der Begriff Nationale Front. Kann mir jetzt jemand mal knapp erklären, was versteht man unter dem Begriff Nationale Front? Ja, unter Nationale Front kann man vielleicht ganz kurz und bündig zusammenfassen, dass es die wesentlichen politischen Kräfte, die Zusammenfassung der wesentlichen politischen Kräfte unseres Staates sind, mit einer gemeinsamen Zielstellung. Also Parteien? Wesentliche Massenorganisationen sind dort vereinigt und sie haben ein bestimmtes Ziel, den Aufbau unseres Staates als sozialistischen Staat. Ja, und das sieht also bei den Wahlen dann so aus, dass jede Partei und die wichtigsten Massenorganisationen Kandidaten benennen können. Ja. Die Kandidaten werden von diesen Organisationen vorgeschlagen. Wesentliche sind also der Freie Deutsche Gewerkschaftsbund, die Freie Deutsche Jugend, die Demokratische Frauenbund. Ja. Das sind die wesentlichen Organisationen, die also Kandidaten vorschlagen. Ja. Nun ist es ja so, wenn wir das mal erläutern wollen, um das vielleicht besser verständlich zu machen in Form der Wahl. Es ist ja so, dass nun nicht die SED als führende Partei nun sagt, so ihr anderen Parteien, nun gebt mir mal eure Vorschläge und nun geht's los. Ja. So können wir es ja nicht sehen. Sondern es ist deswegen der Träger der Wahl bei uns, ist die Nationale Front, also das Gremium, was über diesen Parteien steht, was die Parteien zusammenfasst. Was geschieht jetzt mit diesen Kandidaten? Die müssen sich doch irgendwo einer kritischen Beurteilung stellen. Genau so ist es. Und das ist die wichtigste Phase unserer Wahl, wenn sich nämlich die Kandidaten, die auf die Liste kommen und kommen sollen, wenn die sich vorstellen. Die müssen sich also in der Öffentlichkeit vorstellen, im Wohngebiet. Sie müssen sich vorstellen, in ihrem Arbeitskollektiv, dort, wo sie am besten bekannt sind. Wo man auch ihre Fehler kennt. Wo man ihre Fehler kennt. Und überall sind sie also den kritischen Augen des Wählers ausgesetzt. Und jeder Bürger hat die Möglichkeit, nun in der Vorbereitungsphase schon zu sagen, also der Kandidat gefällt mir nicht, mit dem bin ich einverstanden. Und das ist also das Wesentliche, die ganze Wahlvorbereitung, die ist bei uns wesentlicher als der Wahlakt an dem Sonntag, wenn die Wahl stattfindet. Da wird dann eigentlich nur noch eine Liste bestätigt. Die gemeinsame Liste der Nationalen Front, wo also alle Kandidaten, die in der ganzen Vorbereitungszeit also durchgekommen sind, möchte ich sagen. Kommen denn alle durch? Nein. Fliegen denn auch welche raus? Das gibt zum Beispiel, es auch. Weil bekannt ist, dass sie einfach ihre Aufgaben nicht gut erfüllt haben. Oder so passiert das? Geht das hart zu in solchen Versammlungen? Ganz hart. Besonders ganz in den hart. Arbeitskollektiven wird da wird ganz hart wenig Blatt vor Mund genommen. Ja. Und da ist es also auch schon des Öfteren vorgekommen, dass dann Kandidaten abgelehnt worden sind. Ja. Es gibt also ja verschiedene Parteien hier. Die Liberaldemokratische Partei, die Nationaldemokratische Partei und die CDU. Im Grunde genommen, ich drücke es mal etwas salopp aus, aus unserer Sicht sieht das so aus, also das sind verschiedene Etiketten auf derselben Flasche oder auf einer Flasche mit derselben Substanz. Denn die Parteiprogramme sind eigentlich ziemlich identisch. Worin besteht nun der Unterschied für Sie, Herr Tischbein zum Beispiel? Sie sind Mitglied der CDU. Sie sind außerdem gläubiger Katholik, wenn ich mich recht erinnere. Warum sind Sie nicht in der SED, sondern in der CDU? Wenn es also um Dinge geht wie Verbesserung des Lebensstandards oder Fragen Familienerziehung, Fragen der Berufsarbeit und so weiter und so fort, aber auch Fragen, die darüber hinausgehen, Fragen der Erhaltung des Friedens und so weiter, die sind doch alles Probleme und alles Aufgaben, die sowohl ein Kommunist vertritt, als auch wir als Christen in unseren Aufgaben als Möglichkeiten sehen, uns doch zu betätigen. Ja. Wo sind aber die Unterschiede? Ja, sonst könnten Sie ja auch in der SED sein. Ja, ich werde nie ein Kommunist sein, ich bin ein Christ. Ich bin also auch einer christlichen Weltanschauung. Ja. Ich könnte also mit meiner Weltanschauung nie in einer sozialistischen Einheitspartei sein, denn sie vertritt eine andere Weltanschauung. Mhm. Und das unterscheidet uns doch grundsätzlich. Ja. Wobei wir
natürlich nicht bestrebt sind, das zu sehen und das auszudrücken, was uns trennt. Und uns geht es darum, gemeinsam zu arbeiten, um gemeinsam effektiv zu werden für uns, für unseren Staat, für unser Volk. Und hier im Territorium, natürlich hier in unserer Stadt, für unsere Stadt selbst, für unsere Bevölkerung. Denn sind Sie auch gleichzeitig in Ihrer Gemeinde tätig? Machen Sie da Gemeindearbeit? Lässt sich das koordinieren, ja, auch mit Ihrer Arbeit im Stadtrat? Ja, aber sicher. Ja. Ich bin bei uns in der katholischen Pfarrgemeinde ebenfalls aktiv tätig, bekleide dort einige Funktionen. Und diese Arbeit lässt sich recht gut mit meiner Tätigkeit hier im Rat vereinbaren. Ich sehe da keinen Widerspruch zwischen. Ja. Christ sein heißt ja letzten Endes nicht, irgendwo im Kämmerlein still zu sitzen und die Augen zu verschließen, sondern Christ sein heißt ja, in der Gesellschaft aktiv mitzuwirken. Wie viel Geld bekommt denn eigentlich eine Stadt und woher bekommt sie das Geld? Wie setzt sich der Etat zusammen, auf Deutsch gesagt? Wir haben im Jahr ca. 2 Millionen Mark zur Verfügung, um alle Belange von der Werterhaltung, und Sie sagten schon richtig, es ist eine schöne alte Stadt, wenn ich das mal einflechten darf, 70% Altstadt, Altgebäude und 30% Neubauten. Wir haben ja das auch schon gesehen. Nee, und dann ist der größte Anteil des Jahresetats geht zur Werterhaltung der Wohngebäude, Substanz insgesamt für die Werterhaltungsarbeiten drauf. Woher kommt das Geld jetzt eigentlich? Ja, das Geld, was dort von dem Staat zur Verfügung gestellt wird, wird durch unsere Arbeit dann hier im Territorium umgesetzt. Es ist bei uns in der Bundesrepublik so, dass zum Beispiel eine Stadt sehr viel davon profitiert, was für Industrie ansässig ist. Also bei so einer Riesenindustrie wie Kali hier würde sie sehr, sehr viel Gewerbesteuern bekommen. Das ist aber hier völlig anders. Das Geld wird nach Plan zugeteilt, den Städten. So und die großen Städte rangieren ganz vorn. Sehe ich das richtig? Ja. Das ist eine Frage der Bedeutung. Wir haben also einen bestimmten Umfang an Mitteln zur Verfügung im Staatssäckel und einen bestimmten Umfang an Kapazitäten. Diese müssen in Übereinklang gebracht werden. Und es müssen natürlich Prioritäten gesetzt werden in der Bedeutung. Und dort ist an sich natürlich, dass wichtige Zentren Vorrang haben, sodass also wir in solchen Orten wie der Hauptstadt der DDR oder auch in den Bezirkszentren zurzeit größere Kapazitäten einsetzen müssen. Also Hauptstadt der DDR, Berlin. Berlin unter dem Namen, Berlin, das ist an sich bekannter. Und Berlin bekommt natürlich Vorrang auch bei der Versorgung, aber auch bei der Zuteilung von Mitteln. Sie wissen ja, wir sind ja ein relativ kleines Land und haben auch begrenzte Kapazitäten. Also Baukapazitäten. Genau. Es ist also nicht so, dass jetzt die Bezirksstadt, der Hauptstadt der DDR, also Berlin, wie Sie sagen, darunter ist es besser bekannt, dass die also nur Geld dorthin geben, so ist es nicht, sondern die meinetwegen ein größerer Baubetrieb der Bezirksstadt kriegt eben einen Auftrag in Berlin bestimmte Objekte zu bauen. Das ist also die Kapazität. Ja. Das Geld wird der Stadt Berlin aus dem Staatshaushalt dafür zur Verfügung gestellt, nicht aus dem Geld, was die Bezirksstadt hat. Aber den das wird vorher planmäßig entsprechend. Ja. Aber der Baubetrieb muss eben dort arbeiten und fehlt dann unter Umständen, sagen wir, in Halle oder in Erfurt. Das kann passieren. Weil er in Berlin tätig ist. Dafür werden Prioritäten innerhalb unseres Staates gesetzt. Die Planwirtschaft setzt Prioritäten in allen Bereichen. Für eine kleine Stadt heißt das noch mehr Engpässe auf allen Gebieten als etwa in Leipzig oder Rostock. Bedenkt man, dass Bleicherode nur 2 Millionen Mark Jahresetat hat, so muss man staunen, was die Initiative der Bürger und der Stadtväter zustande gebracht hat. Vom Geld wird gar nicht mal so viel geredet. Dafür umso mehr von den mangelnden Kapazitäten. Um eine wertvolle alte Stadt zu erhalten und zu modernisieren, braucht man Handwerker, Material und Geräte. Fritz Ball redet um solche Probleme nicht herum. Seine Ehrlichkeit und Offenheit erweckten bei uns viel Verständnis für vorhandene Schwierigkeiten. Würde man sich von offizieller Seite, etwa in den Zeitungen, ebenso ehrlich über die Probleme äußern, die doch jeder kennt, so hätten sicher auch die meisten Bürger mehr Verständnis für die Schwierigkeiten der DDR, die ja nun einmal ein rohstoffarmes Land in schwieriger Position ist.
Herr Ball, das ist diese blaue Plakette da oben. Das heißt, das Haus ist zum Denkmal erklärt worden. Ja, ja. Und die Denkmalschützer freuen sich natürlich, wenn sie sowas machen können. Freuen Sie sich darüber nun auch? Ich freue mich auch, bloß sie bringen auch mit den Anbringen dieser Schilder uns große Sorgen mit, die wir natürlich gern übernehmen, weil es ja um die Erhaltung der Altbausubstanz geht. Und dieses Gebäude ist eines der ältesten Gebäude mit. Es war früher die Kanzlei drin. Kanzlei mit den Worten gesagt, dass dort früher also Recht gesprochen wurde und einige Verwaltungsorgane und so weiter in dieser Kanzlei gearbeitet haben. Heute wohnen noch Mieter drin, nicht? Die auch in Eigeninitiative was machen. Aber wie gesagt, man kann ja nun dem gesamten Programm der Werterhaltung kommen die Freunde und machen das Schild dran. Ja. Nicht? Und sagt, ihr seht zu, wie ihr fertig werdet. Ja. So, wir haben nun nicht so viel Kapazität, um diese ganzen Gebäude, ja, sind ja insgesamt 26 im Territorium, ja, die unter Denkmalschutz stehen, dass die nun einheitlich von der Bauzustandsstufe her, ja, ja, übernommen werden und gleich im Komplex, das geht nicht, sondern, ja, wir haben vorgesehen im Rahmen der nächsten Jahre, dann nach 85, wenn wir hier an die Altstadtsanierung gehen, weil dann auch die, ja, Kreisangehörigenstädte an der Reihe sind. Ja. Nach es Hauptstadt, geht ja nach der Rangordnung. Ja. Kreisstadt, dann auch hier. Ja. So wollen wir dieses Gebäude auch mit sanieren. Mitten im Zentrum blieben wir an dieser Ruine stehen. Herr Bürgermeister, wenn hier also ein Tourist vorbeigeht und sieht diese entsetzliche Ruine, dann sagt er, um Himmels Willen, wie sieht das im Jahre 1982 aus? Was wird denn mit diesem Flecken hier werden? Ja, ich möchte so sagen, der Tourist hat recht, nicht? Ja. Er hat recht, weil das gerade im Zentrum ist, auch noch gegenüber der evangelischen Kirche, sodass fast jeder stehen bleibt und täglich hier nicht sieht, dass sich was tut. Ja, man kann aber davon ausgehen, dass Sie das ärgert. Das ärgert uns, ja. Aber wir haben auch schon einen Vorschlag aufgegriffen und unsererseits bemüht, den durchzusetzen. Wir möchten hier, solange bis der Wohnungsbau weitergeht, eventuell hier im Rahmen des Eigenheimbaus oder auch ein Geschäft irgendwie erbaut werden soll, diese Ruine und diese Fläche vor allen Dingen nutzen, um ein Boulevardcafé mit 60 Freiplätzen und im Hintergrund ein Kiosk, der ist bereits eingelagert, nicht? Der zum Beispiel Tee, Kaffee, ja, oder auch Imbiss verabreicht, um diese Dinge zu überbrücken. Ebenfalls im Zentrum liegt die baufällige alte Schule. Sie wurde überflüssig, als die neuen Gebäude bezogen wurden. Man möchte das alte Haus erhalten und es gibt auch schon Pläne für den Ausbau. Alle Pläne aber nützen den Stadtvätern nichts, solange sie nicht die Baukapazitäten haben. Erst muss geklärt werden, was die Stadt selber an Handwerkern auftreiben kann oder was die Betriebe, zum Beispiel das Kaliwerk, an Fachleuten und Baumaterial beisteuern könnten. Denn die Betriebe sind ja verpflichtet, ihre Kommune zu unterstützen. Vorausgesetzt, sie sind in der Lage dazu. Hier sollen, wenn es gebaut worden ist, ja, wie schon gesagt, es fehlt die Kapazität, ja, 24 Wohnungseinheiten für ältere Bürger, ja, geschaffen werden, die uns auch dann, ich meine von der sozialpolitischen Seite her, helfen, die Wohnungsnot zu lindern. Ja. Es ist so, dass wenn die 24 ältere Bürger einziehen, ja im Territorium Wohnung frei wird. Und vor allen Dingen auch von der Lage her, nicht? Ja, um den ältere Bürger im Zentrum das Einkaufen zu erleichtern, ja, okay, und sie nicht vollkommen abzuschließen, mhm, vom Gesamtgeschehen, mhm, ist das nach unserer Meinung der richtige, ja, Platz. Soweit war die gute Nachricht und nun die schlechte. Wann kann man da rangehen, das zu bauen? Ja, ich würde auch so sagen, dass wir sicher bis zum Jahre 85 dieses Projekt nicht realisieren können, weil eben die Kapazität fehlt. Ja. Nicht nur die neue Schule wurde gebaut, auch eine ganze Anzahl von Geschäften. Ebenso sind viele Fassaden restauriert worden. Vieles entstand in einem Wettbewerb durch Eigeninitiative der Bürger. Um den Mangel an Handwerkern etwas zu lindern, gibt es sogenannte Feierabendbrigaden.
Das sind Fachleute, die von ihren Betrieben die Erlaubnis erhalten, eine begrenzte Zahl von Stunden nach Feierabend gegen gute Bezahlung an Bauprojekten und so weiter weiterzuarbeiten. Solche Feierabendhandwerker werden natürlich umworben. Aber vom gesundheitlichen Standpunkt aus ist das Ganze wohl problematisch. Das sieht auch Fritz Ball so. Wenn wir davon ausgehen, dass Feierabendbrigaden also Leute sind, die am Tage im Betrieb arbeiten, dann freigestellt werden, für bestimmte Stundenzahl nach Feierabend arbeiten können, bleibt trotzdem für mich die Frage, ist das nicht eine doch ziemlich hohe Mehrbelastung für Leute? Die Gefahr ist doch groß, dass man am Arbeitsplatz einfach müde ist, nicht? Ja, so sehen wir das auch. Es ist eine Belastung. Wir möchten aber so sagen, dass das gegenwärtig noch notwendig ist, ja, um die Engpässe, die es auf den Gebieten der Kapazitäten wie Maurer, Schlosser oder andere wichtige Dinge, die zu einer Fertigstellung eines solchen Objektes gehören, fehlen, wird eben über diese Einrichtung der Feierabendarbeit ein bestimmter Mangel an Kapazität beseitigt. Ja. Nicht weit vom Zentrum entfernt sollten auf einem Ruinengelände neue Wohnungen entstehen. Denn die vorhandenen Neubauten reichen bei weitem nicht aus. Der Wohnungsmangel ist wie überall in der DDR groß. Manchmal denke ich, dass ein Bürgermeister doch in große Schwierigkeiten gerät, weil er eingeklemmt ist zwischen den Wünschen der Bürger und dem, was er für die Stadt möchte, und dem, was er eben kann, was der Plan gestattet. Das ist wahrscheinlich hier auch so, denn hier wollten Sie ja eigentlich einen Wohnblock hersetzen. Hier war vorgesehen, in den zurückliegenden Jahren und auch dies Jahr noch, ein 24er Wohnblock in Erweiterung der AWG zu errichten. AWG ist Arbeiter... Das ist Arbeiterwohnungsbaugenossenschaft. Und das sind die, das sind die Neubauten, die wir hier im Hintergrund sehen. Ja, ja, und diese Problematik ist gescheitert, der Bau des 24er Wohnungsblocks, weil eben die Erschließungskosten, die gegenwärtigen Bedingungen, die uns vorgegeben worden sind, nicht erfüllt. Es ist also notwendig, hier auf dieser Strecke der Erschließung die Energieversorgung besser abzusichern. Ja. Und es muss eine neue Trafostation entstehen, die erst planmäßig bei der Energieversorgung eingeordnet werden muss. Ja. Das kann also noch dann eine Weile dauern, bis Sie das... Ja, nach unseren Einschätzungen erfüllen sich unsere Wünsche erst auf dieser Strecke nach 1985. Privater Handel und Handwerk haben in den letzten Jahren in der DDR wieder Auftrieb bekommen. Im kleinen Bleicherode gibt es über 20 private Gewerbetreibende, darunter auch einige Restaurants. Die Förderung der Selbstständigen hat gute Gründe. Der Mangel an Reparaturbetrieben und Handwerkern hatte katastrophale Formen angenommen. Besonders in den Großstädten, wo man ohne kräftige Trinkgelder, möglichst in harter Währung, keinen Klempner, Maurer oder Maler bekommen konnte. Die staatlichen Reparaturstützpunkte waren nicht in der Lage, den Bedarf zu decken. Sicher würde man noch mehr Selbstständige zulassen, vor allem im Gaststättengewerbe, aber die Versorgungslage ist auf allen Gebieten sehr angespannt. Und natürlich sollen vor allem die staatlichen Betriebe des Konsums und der Handelsorganisation beliefert werden. Herr Bürgermeister, hinter uns das Kaufhaus Papst, das ist ein Privatgeschäft. Ja. Uns ist aufgefallen, es gibt eine ganze Menge Privatbetriebe hier in der Stadt. Die Lage der Selbstständigen hat sich ja in den letzten 30 Jahren sehr oft verändert. Mal waren entsprechend der Linie, die auch die Partei ausgegeben hat, die Selbstständigen weniger gefragt. Ja. Jetzt hat sich das verändert. Man findet überall neue Zulassungen. Ja, ich möchte so sagen, dass sich das nicht gut ausgewirkt hat auf bestimmte Territorien und bei uns auch. Aber seit einer Reihe von Jahren gibt es einen Ministerratsbeschluss, der die Förderung des privaten Handwerks oder selbst auch, wenn ich das sagen darf, ein Gewerbe für einen Budelsalon oder auch ein Hundehotel, nicht? 50 neue Eigenheime sind in den letzten 20 Jahren hier gebaut worden. Man staunt oft, was da trotz aller Engpässe durch Eigeninitiative und Findigkeit an schmucken Häusern entstanden ist. Denn das Baumaterial wird zugeteilt. Und ohne staatliche Genehmigung kann man nicht bauen. Boden und Kredite stellt der Staat zur Verfügung.
Er muss sich dabei den Antrag vom Rat der Stadt holen zum Bau eines Eigenheimes. Und wenn dieser planmäßige Bau genehmigt ist, in einem Planjahr, wegen Baumaterialien und so weiter, bekommt er den Kredit vom Staat. Und er muss 30% Eigenleistungen bringen. Und wie er die bringt, ist egal. Er kann das selber egal. Machen. Er hat die Möglichkeit, wie vorhin schon gesagt, auch eine Feierabendbrigade zu engagieren oder Elektriker, nicht, oder andere Handwerker, die ihn tatkräftig unterstützen dabei. Was ja auffällt, ist, dass die Häuser also hier hervorragend ausgestattet sind mit sehr schönen Treppen und Steinen. Alles Dinge, die sonst furchtbar rar sind. Da ist die Eigeninitiative offenbar sehr rege. Ja, Eigeninitiative ist sehr rege, aber die Baumaterialien sind ja bilanziert und die werden dann über die Kreise zur Verfügung gestellt. Ja, oder es viele besorgen sich natürlich auch mit allen möglichen Beziehungen. Es gibt hier und da noch Dinge, wo man sagen kann, ja, wo hat er die Platten her, nicht? Ja. Wo hat er die schönen Steine her, nicht? Ja. Das kann man. Aber so wenn sagen. Sie erstmal liegen, liegen. Wenn sie eingebaut sind, sind sie eingebaut. Ja. Es gibt auch angenehme Pflichten für den Bürgermeister. Er ist zum Beispiel Schirmherr des Karnevalsclubs, der hier Kulturgruppe Karneval heißt, aber trotzdem ganz lustig sein soll. Wir besuchten eine Probe des Balletts. Was hat denn der Bürgermeister überhaupt für eine Rolle im Karneval? Ja, ich spiele die Rolle. Außer, dass er mit den Mädchen hier sitzt, ja. Vor allen Dingen zur Eröffnung des Karnevals, nicht? Ja. Am 11.11.11 Uhr 11 auf der Rathaustreppe, wo ich den Schlüssel übergebe. Ja. Und bei der ersten Veranstaltung, wenn ich dem Prinzen das Zepter überreiche für die gesamte Karnevalszeit. Bekommt denn der Bürgermeister auch so sein Fett ab in den Karnevalssitzungen? Ja, auch, nicht? Kritik ist gut, wird auch kritisiert. Ja. Ne? Daraus kann man Schlussfolgerungen ziehen. Es ist aber so, auch bei unserem Karneval, dass viele Vorschläge kommen, die einer besseren Gestaltung und vieler Dinge der Veränderung in unserer Stadt dienen. Das ist auch schon da gewesen. Ja. Das ist also ein ernster Karneval, ja? Nein, keinesfalls. Karnevalssaison in Bleicherode ist eine Saison, die sehr lustig ist. Ja. Ne? Und alle Veranstaltungen sind immer ausverkauft. Und wenn Sie den Schlüssel vom Rathaus einfach abgeben, gibt das keinen Ärger mit dem Bezirk? Nein. Ich habe noch einen zweiten Schlüssel, wo ich nach wie vor auf- und zuschließen kann. Uns hat natürlich interessiert, wie das denn so mit der Narrenfreiheit bei den Büttenräten gehalten wird. Es lässt sich wohl so umschreiben, eine richtige Zensur findet zwar nicht statt, aber ein paar kritische Augen werden doch vorher auf die närrischen Reden geworfen. Aber Ähnliches soll ja sogar schon in Mainz und Köln vorgekommen sein. Bei den alten Bürgern der Stadt, im Haus der Volkssolidarität, ist der Bürgermeister besonders gerne zu Gast. In Bleicherode leben viele alte Menschen. 24% Rentner gibt es laut Statistik unter der Bevölkerung. Schon durch den Bergbau, denn Bergleute werden mit 60 pensioniert. Einmal im Monat werden hier die Geburtstage gefeiert. Und auch sonst merkt man, dass die Stadt sich um die Alten kümmert. Das Kaliwerk liefert jeden Tag 70 Essen zum Preis von 30 bis 80 Pfennig. Dreimal in der Woche gibt es eine ärztliche Sprechstunde und etwa 70 alte Leute werden zu Hause versorgt. 35 ehrenamtliche Helfer arbeiten in der Altenbetreuung. Die Mindestrente in der DDR liegt zurzeit bei 304 Mark im Monat.
Das ist wenig. Die Stadt hilft mit Kartoffeln und Kohlen. Auch bekommen alte Menschen die Wohnungen kostenlos renoviert. Das Fußballspiel am Samstagnachmittag würde der Bürgermeister höchstens versäumen, wenn etwa Erich Honecker zu Besuch käme, was aber jedenfalls bis jetzt noch nicht passiert ist. Schließlich steht sein Sohn im Tor des Vereins Glück auf Bleicherode. Und in diesem Verein war Fritz Ball 11 Jahre aktiver Spieler. Eine Lage vom Bürgermeister. Fritz Ball hat für gemütliche Kneipen was übrig. Vielleicht hat deshalb das kleine Bleicherode 14 Gaststätten, was zwar noch nicht genug, für die DDR aber absolut ungewöhnlich ist. War er denn ein guter Fußballer früher? Fritze? Ja. Ich würde sagen, ein guter Durchschnitt. Guter Durchschnitt. Ja, und wie ist er als Bürgermeister? Die ganz Leichen, die sie so mit der Witze rausfangen konnten, ja. Die hat er drin gelassen. Ja. Die ganz Dollen, die hat er rausgeholt. Als Bürgermeister möchte ich mich raushalten. Bleicherode hat doch auch einen Patenvertrag mit einer französischen Stadt, nicht? Ja, ich habe ihn die schlecht, ne? Ja. Habt ihr da schon mal gespielt? Nee, ach Gott, will. Kommen wir gar nicht hin. Kommen wir nicht hin. Der ist der Vierte ja normalerweise. Ja. Die bei uns spielen, wir bei denen spielen. Das ist einseitig. Wir haben früher Hessen-Kassel, früher Bleicherode gespielt. Da war ein Nase, willst du noch wissen, ne? Diese Beziehungen sind so einseitig. Die sind abgeflacht. Die kommen nur zu uns und wir dürfen nicht hin. Auch der Bürgermeister war noch nie in seiner französischen Patenstadt. Er ist ja auch erst seit 8 Jahren Bürgermeister. Aber dafür war schon eine Delegation des Bezirks Erfurt dort. Schließlich begreift jeder, dass Leute, die weiter oben sitzen, einen ganz anderen Überblick haben. So konnte der Hobbykoch Fritz Ball seine Thüringer Klöße mit Gulasch noch nie in Frankreich kochen. Und da ist den Franzosen viel entgangen, denn er kocht vorzüglich. Ist das Kochen immer schon Ihr Hobby gewesen? Ja, wie sag ich so, seit die Schwiegermutter nicht mehr da ist, ne? Ist Kochen ein kleines Hobby geworden und meine Enkel, wenn die mal hier sind, die freuen sich, wenn Opa dann sonntags mal kochen kann. Da gibt es immer 3 oder 4 Gänge und das ist das Schöne. Von der Vorsuppe, Hauptspeise, Pudding oder auch dann mal eine schöne Obstschale hinterher, da freuen die sich immer. 10 Tage waren wir mit dem Bürgermeister und einigen Stadträten zusammen. Es ist kaum möglich, in so kurzer Zeit alle Probleme einer Stadt kennenzulernen. Aber man war bemüht, uns ehrlich zu informieren. Auch über Dinge, denen vielleicht andere Funktionäre ausgewichen wären. Denn alle diese Leute sind schließlich offizielle Vertreter dieses Staates. Das hatten wir hier in Bleicherode nach einiger Zeit fast vergessen. Nach dem Essen unterhielten wir uns noch ein bisschen über die Zukunft. Was wird Fritz bald tun, wenn er kein staatliches Organ mehr ist? Frau Ball, wie groß ist eigentlich die Familie, die Sie haben? Ja, wir haben 4 Kinder. Eine Tochter und 3 Jungs. Und wie viele Enkel sind schon da? 6 Stück. Ja. Ein Mädchen dabei, alles ja. Jungs. Was machen Sie denn so den ganzen Tag? Ihn haben wir ja nun also bei vielen Gelegenheiten gesehen. Was ja. Macht denn die Frau Bürgermeister? Ich habe auch meine Arbeit den ganzen Tag. Mit den Enkelkindern, die behalte ich, koche. Ja, die sind wahrscheinlich am liebsten bei der Oma. Die sind meistens hier. Ja. Leben die Kinder alle hier? Nein, nicht alle. Im Ferien kommen dann die von Erfurt und von Leipzig. Und die hier sind, die kommen. Also fast jeden Tag. Ja. Bei der Oma. Bei der Oma rum. Ja, ich muss auch viel behalten, schlafen hier. Müssen Sie denn auch manchmal mit, wenn so offizielle Feiern ja. sind? Mhm. Ja, gehe ich gerne mit. Ja? Mhm. Mache ich. Mhm. Mhm. Was wünschen Sie sich eigentlich so für die Zukunft? Naja, erstens mal wäre es sicher notwendig, dass wir insgesamt keinen Krieg mehr wieder kriegen. Nicht? Das ist die Haltung und Festigung des Friedens ist das Entscheidende. Erst dann kann man sich perspektivische Gedanken machen, um vielleicht so oder so oder so
den Lebensabschnitt in der weiteren Perspektive zu gestalten. Ja, das war schön amtlich gesagt jetzt, aber ich meine so, was stellen Sie sich noch vor? Wollen Sie noch eine Karriere machen? Nein, nicht mehr. Ich bin jetzt 54 Jahre. Wir sind 32 Jahre Tag und Nacht verheiratet, nicht? Und haben eine glückliche Ehe geführt. Und wenn ich das von der familiären Seite her betrachte, möchte ich dann, so wie ich mir das vorgestellt habe mit meiner Frau, sehen, wie die Kinder und Enkelkinder sich entwickeln. Und wenn ich nicht mehr im beruflichen Leben, in diesem Fall die Funktion als Bürgermeister ausübe, da habe ich mir schon gesagt, dann machst du in deiner Rentnertätigkeit, denn ich werde ja mit 60 Jahren Rentner, weil ich ja die Bergbaujahre habe, möchte ich gern noch mit unseren älteren Bürgern zusammenarbeiten. Und dann habe ich heute schon der Gegenwart Bescheid gesagt. Im Club der Volkssolidarität, wo wir auch waren, nicht? Das wäre die Arbeit, die mich dann auch in meinen älteren Jahren befriedigen könnte, begeistern könnte, um für ältere Menschen insbesondere da zu sein. Mhm. Und was stellen Sie sich vor, Frau Ball? Ja, ich wünsche mir auch Gesundheit und immer Frieden, überall, in unserer Familie. Und noch ein paar Enkel. Das reicht. Also, ich kann es nicht, könnte es nicht ändern, nicht? Aber es wäre genug. Ja. Das Orchester des Kali-Werkes gab uns ein Abschiedsständchen. Es hat uns in Bleicherode gut gefallen. Man hat uns freundlich aufgenommen und man hat mit uns geredet, ohne Phrasen zu dreschen. Vieles ist anders und fremd für uns im anderen Teil Deutschlands. Aber wenn auch jeder deutsche Staat seine eigene Nationalhymne hat, so spielen doch die Bergleute in Ost und West noch immer das gleiche Lied.